Als nächstes sehen wir Lisa von Horstmar, geboren am 13. Juni, im Besitz von Jürgen Hundebeck, Züchter auch Jürgen Hundebeck. Vater ist Isa Frastikormi und Mutter Trauma des Fragaden. Auch wieder ein Fohlen, was uns ganz, ganz viel Naturtoll zeigt. Eher sehr gelaufenen Galopp. Gut aufgerichtet ist das Fohlen. Ich würde vermuten, dass es 5 Gänge veranlagt ist. Dabei könnte vielleicht so ein bisschen diese hohe Aufrichtung mal für den Pass später mal stören. Im Moment auf alle Fälle zeigt es gute Ansätze. Bisher eher wenig Trab, was ja immer ganz schön ist, wenn die Fohlen so zwischen gesprungenen und gelaufenen Gängen hin und her wechseln können. Das ist im Moment noch nicht der Fall, aber wir geben den Fohlen auch so ein bisschen Zeit, sich einzulaufen, kann ja ein bisschen dauern. Und was sehr positiv ist, dass das Fohlen so wirklich mutig vor der Mutter läuft, also unabhängig von der Mutter ist. Es drückt da auch immer ein bisschen Selbstbewusstsein beim Fohlen aus, wenn sie es nicht hinter der Mutter versteckt, sondern auch wirklich auch mal vor der Mutter läuft. Jetzt läuft es gut neben der Mutter. Und es bleibt immer locker im Tölt. Da war mal kurz ein Moment, wo Spannung gezeigt hat, eben Spannung danach anschließend gewechselt hat. Man schaut da sehr viel auf die Übergänge zwischen den Gangarten, ob diese Übergänge fließend sind oder ob sie also ganz klar getrennte Übergänge sind. Das wäre dann in dem Moment nicht so gut. Die Übergänge sind sehr fließend bei dem Fohlen, wobei der Galopp auf alle Fälle im Moment die schwächste Gangart ist bei dem Fohlen. Solche Prüfungen sind eigentlich immer eine Momentaufnahme und das kann sich auch wachstumsbedingt ganz schön verändern. Dankeschön. Schritt einmal bitte führen.
Gut, wenn man das Fohlen so im Gebäude beurteilt, wenn man es aufgestellt sieht, dann fällt eigentlich was auf, was bei dem Fohlen aktuell der Fall ist, dass es etwas in der Gruppe etwas höher ist. Das ist ja bei Fohlen in unterschiedlichem Alter eigentlich mal so in der Entwicklung so, dass sie mal vorne wachsen, mal hinten wachsen. Und wenn sie gerade in dem Moment der Prüfung hinten gewachsen sind, dann verändert es natürlich die Gleichgewichtsverhältnisse ganz deutlich, dass die Fohlen dann etwas mehr auf die Vorhand kommen. Bei dem Fohlen dominiert so ein bisschen gerade so das Hinterteil die Gruppe. Und das beeinflusst natürlich den Gang in einer gewissen Weise. Das ist eine Momentaufnahme, so eine Prüfung, das kann sich ganz schön ändern, das kann in ein paar Monaten ganz anders aussehen. Aber heute ist es einfach so, da muss man es bewerten. Deswegen bekommt das Fohlen folgenden Noten. Für das Exterieur die 7,8. Für den Charakter die 7,8. Und für die Gänge die 7,7. Richterspruch lautet, gut aufgerichtetes, fünfgängiges Fohlen, fünfgängig veranlagtes Fohlen mit viel natürlichem Tölt, was zurzeit etwas überbaut ist und damit in der Bewegung möglicherweise etwas begrenzt ist.